der Betrugsdelikte in Duisburg 2016 rückläufig war, wurden noch immer über 11.400 Straftaten registriert. In einem Drama um eine junge Mutter ermitteln jetzt Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeikommissarin Melina Hoffmann. Was ist da los? Hä? Wegen der Sachen? Bescheuert? Hallo! Hey, hört mal auf damit! Hallo! Hallo! Stehen bleiben! Was ist denn hier los? Hallo! Kommen Sie mal da weg! Kommen Sie mal. Gehen Sie mal schön zurück! Was ist denn hier los? Sie hören jetzt mal auf, da Sachen runterzuschmeißen. Sagen Sie mal, was hier passiert. Sie bewerfen mich mit meinen eigenen Sachen. Ich bin seit heute in dieser Wohnung. Ganz ruhig. Machen Sie ganz locker. Wir helfen Ihnen. Sie bewerfen mich mit meinen eigenen Sachen. Ich habe gerade die erste Ladung ausgeladen. Ich will heute hier einziehen mit meinen Kindern. Jetzt habe ich gerade die erste Ladung hochgebracht. Ja. Der Postbote war so nett, hat mir die Tür mitgeöffnet. Und jetzt will ich die zweiten Sachen mit reinbringen. Die Tür fällt zu, ich komme nicht mehr rein. Jetzt fangen diese Leute da an, mich mit meinen Sachen, die ich gerade mit den ganzen Kindersachen. Die Tür, ich glaube, du spinnst. Ich habe die Wohnung angemietet. Das ist meine Wohnung. Wie sind Sie denn jetzt da? Sie sind durch den Postboten eben da rein. Ja, genau. Komm mal besten mal rein. Ja, aber der passt nicht. Die Polizisten ermitteln, dass die Mutter die Wohnung mit einem Makler besichtigt hat und den Mietvertrag unterschrieben hat. Die Geschäftspraktiken des Mannes werfen allerdings Fragen auf. Das ist jetzt der Mietvertrag? Ja. Hab dann auch hier die Quittung. Ja. Natürlich habe auch die Quittung für die Kaution. Also 2.500 Euro haben sie im Voraus bezahlt. Ja, also das war wirklich die Kaution in bar, weil ich brauchte halt schnell die Wohnung. Mein alter Vertrag lief aus, ich musste schnell eine neue Wohnung finden und dann hat sich auch ein Makler ganz nett auf meine Anzeige auch direkt gemeldet. Und der hatte dann wirklich Verständnis dafür. Sie wissen ja, wie schwer das ist, als ja, alleine Sie wissen aber schon, ja, das ist ja nicht gang und gäbe. Ja, mal eben 2.500 Euro den Mieter auf den Tisch ja, zu legen. Ja, das war ja die Kaution für die Wohnung. Ich brauchte wirklich dann schnell eine Lösung. Und da hat mich dann, es war so der Deal, ich sag mal so der Deal, dass ich dann halt, wenn ich die 2.500 Euro dann da mitbringe, dass ich die Wohnung dann auch dann heute beziehen kann. Vor 3 Tagen habe ich mir die natürlich auch angeschaut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Paul Schwarz ermittelt, dass der Name des Vermieters auf dem Vertrag nicht mit dem auf der Quittung übereinstimmt. Noch während er zur Betreuung der Kinder Verstärkung anfordert, erscheint der Hauseigentümer. Als ihn die Polizisten mit dem Sachverhalt konfrontieren, reagiert er äußerst überrascht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts davon. Ich kenne alle Leute, die hier wohnen. Ja. Ich kenne die Frau überhaupt nicht. Die oben kenne ich, die wurde kennt, dass ich ausziehe, weil die sind gar nicht gut. Sie zahlen immer später die Miete, immer später die Nebenkosten. Würde ich gern, dass sie ausziehen, aber ich weiß gar nichts davon. Sie hat einen Mietvertrag, dass sie in diese Wohnung einziehen soll, kommt natürlich jetzt nicht rein. Und wer hat diese Mietvertrag gemacht? Ein Herr Dieter Müller. Aber das ist jetzt, Moment, ich hab, das Herr ist Müller? Nicht, das ist nicht Herr Müller. Nein. Herr Müller ist der Makler, von dem habe ich die Wohnung bekommen, genau. Ja. Ja. Ich musste was sagen. Ich arbeite nie mit Kollegen. Ich möchte was sagen, ich arbeite nie mit Makler. Ne? Ich mache das alleine. Ich mache die Wohnung alles alleine. Also ich würde sagen, damit wir das einmal klären können, würden wir einfach mal hochgehen. Ja, natürlich. Die Kollegen sind jetzt da. Ja, natürlich, ich habe Schlussdokumente alle rein. Die Verstärkungspolizisten kümmern sich um die Kinder. Unterdessen wollen die Beamten ermitteln, welche Wohnung die junge Frau mit dem Makler besichtigt hat. Hallo. Hallo. So, einmal, um kurz den Sachverhalt noch mal darzulegen. Die Dame schilderte uns, dass sie heute hier einziehen sollte und wohl auch ihre Sachen schon hier sicher abgestellt hat. Ja, sie hat aber auch einen Mietvertrag mit einem Makler unterschrieben. Aber nicht von unserer Wohnung. In unsere Wohnung jetzt, oder wie? Genau die Wohnung. Wir kommen gerade aus dem Urlaub zurück und sehen die ganzen Sachen vor unserer Tür stehen. Hier ist alles dekoriert mit pinkfarbenen Schildkröten. Sie waren in dieser Wohnung. Was, den Urlaub? Ja, ich tolle Sache. Tagen habe ich mir die Wohnung angesehen. Warum denn nicht? Das heißt, Sie könnten die auch beschreiben. Ja, natürlich. Ich komme rein, ich habe links den schönen Bogen. Dann habe ich da auch die Möglichkeit. Lassen Sie die Dame doch erstmal aus. Dann steht da auf der Seite auch eine tolle große eine Couch, wo ich dann drauf hätte schlafen gekonnt. Und ganz süß, da ist so ein Eisvogelbild auch noch. Und so ein Charlie Chaplin steht da noch dann auf der Bank. Die Küche ist etwas kleiner. Das ist auch so ein provisorischer grüner Schlauch, den muss ich auch noch austauschen. Ja, muss auch etwas, wie es wahrscheinlich muss. Also das stimmt so, was Sie damit beschreiben. Die Beschreibung ist identisch mit Ihrer Wohnung? Ja, muss auch etwas wissen davon. Also, nee. Gar nichts davon. Dürfen wir uns vielleicht selber mal davon überzeugen? Sie kommen von alleine hier? Ja. Wollen Sie rein? Ja, das wäre ganz nett, wenn das möglich wäre. Die Begehung der Wohnung bestätigt die Aussage der Geschädigten.
Noch ehe die Polizisten klären können, wer den vermeintlichen Makler beauftragt hat, entbrennt ein hitziger Streit zwischen dem Vermieter und den aktuellen Bewohnern. Wie kommt die Frau auf unsere Wohnung? Ach so, das haben Sie die Wohnung jetzt doppelt vermietet, oder? Wie kannst du dir leisten, in Urlaub zu gehen und immer später deine Miete und deine Kostenabrechnung zu zahlen? Kannst du mir bitte erklären? Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Wo wir Urlaub machen und wann, da geht es ja nichts an. Die Beamten ermitteln, dass das Paar angeblich sein Motorrad verkauft hat, um seine Mietrückstände begleichen zu können. Diese Zahlungen haben sie in bar geleistet, und zwar nachdem die Geschädigte die Kaution an den Makler übergeben hat. Die Beamten müssen klären, ob die Mieter den Betrug veranlasst haben, um ihre Schulden bezahlen zu können. So, ich würde sagen, wir kommen hier nicht weiter, dass wir einmal zur Wache fahren würden, um den Sachverhalt aufzuklären. Wie ist das mit Ihnen? Wäre das möglich? Mitkommen? Also es wäre gut, wenn Sie mitkommen würden. Dann würde ich gerne meine Kinder kurz bei meiner Mutter vorbeifahren. Ja, klar, das okay? Wenn das geht. Auf ich jeden muss Fall. Noch ein paar die Sachen da ein bisschen zusammenrücken. Was sind die meine? Machen Sie keine Sorge. Die Sachen lassen Sie hier. Ich kann sie unterstellen. Wir können Telefon nur tauschen, dann können wir bleiben in Kontakt. Okay. Machen Sie sich keine Sorge. Aber auch die ganzen Bilder und alles? Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und für Sie ist das dann auch nicht so lange, weil ich mache mir echt langsam Sorgen, wie hier in unserer Wohnung war, nicht, dass hier noch irgendwas geklaut ist. Ja, also Sie würden auch einmal mit zur Wache kommen, um den Sachverhalt aufzuklären. Wäre das in Ordnung? Noch ist unklar, wie der Makler in die Wohnung gelangt ist. Zur Ermittlung von Einbruchsspuren ziehen die Polizisten deshalb die Spurensicherung hinzu. Zu Recht, wie sich zeigen wird. Um zu klären, was die Wohnungsmieter mit dem Betrug zu tun haben, vernehmen auf der Wache die Kriminaloberkommissare Dirk Ahrens und Lara Grünberg das Paar umgehend. Dann erzählen Sie mal bitte, was heute vorgefallen ist. Ja, also wir waren gerade aus dem Urlaub zurück gestern. Und heute kamen wir dann eben halt auch nach Hause und da standen Sachen bei uns vor der Haustüre. Mhm. Und das hat uns natürlich gewundert. Da war ein Kinderspielzeug mit dabei und alles Mögliche. Und auf einmal steht da irgendeine Frau und meint, bei uns in der Wohnung einziehen zu wollen. Mhm. Ja, fanden wir jetzt auch nicht so witzig. Und dann ist das halt ein bisschen eskaliert. Weil ja, stand die Tür auf oder war... Nein. Die stand einfach davor. Keine Ahnung, wie die reingekommen ist. Mhm. Was heißt eskaliert? Was ist dann passiert? Ja, wir haben natürlich das Zeug von oben aus dem Fenster wieder nett nach unten. Ja, was heißt natürlich? Du sollst mir jeden Tag Zeug aus dem Fenster werfen. Das müssen wir ja auch nicht machen, oder? Und Ihr Vermieter? Der kam wieder mit dem Rückschritt. Der wusste aber auch nichts davon. Wir haben auch schon gedacht, dass das vielleicht eine andere Wohnung gewesen ist. Ja. Aber Ihre Wohnung soll das gewesen sein. Richtig. Weil das Problem war, wir hatten auch Mietrückstände alles gehabt und sind dann eben halt auf Tour gefahren, nochmal mit unserem Motorrad. Mietrückstände? Wie hoch? Ja, weil man hat den Job verloren. Ja, wenn man jetzt sowieso hier ausbreiten, also ist so, ich habe den Job verloren. Einkommen von meiner Frau ist jetzt auch nicht so riesig, ja. Und dann lief es halt die letzten Monate ein bisschen bescheiden. Ja? Und dadurch sind wir halt auch mit solchen Sachen in Rückstände geraten. Wie hoch ist der Wert? Wir können es einfacher machen. Das ist ja auch alles irgendwo nachvollziehbar und belegbar. Wenn Sie wollen, können Sie auch bei mir in mein Bankkonto reingucken, wenn wir damit was beschleunigen können. Die Bankbewegungen bestätigen die Aussagen des verschuldeten Ehepaares. Dennoch ist unklar, ob sie ihre Mietrückstände tatsächlich mit dem Erlös des verkauften Motorrades beglichen haben. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch mal wissen, Sie haben jetzt Ihr Motorrad verkauft, ja? Oder eins Ihrer Motorräder. Welches Portal? Kann man das noch irgendwie nachvollziehen, dass wir zumindest das immer abgeklärt haben? Motorrad kleiner. Ist die Anzeige überhaupt noch drin oder haben Sie die schon verkauft? Ich habe das noch nicht gelöscht. Das müsste eventuell noch unter Verkauf zu finden sein dann. Dann kommen Sie nochmal rum. Die da. Da oben die? Ja. Mhm. Sieht man auch, dass die verkauft ist. Wir können Ihnen auch die Nummer von dem Käufer noch geben, falls das weiter... Fujiyama GX650E, das ist sie. Fujiyama jetzt nur noch Futsch, ist nämlich wegverkauft. Der Motorradkäufer bestätigt Lara Grünberg telefonisch die Aussage des Ehepaares. Da dessen Unschuld damit bewiesen ist, darf es die Wache verlassen. Die Kripo-Kommissare erfahren von der Geschädigten, dass sich der Makler auf ihre Wohnungsanzeige gemeldet hat. Nur wenige Stunden später besichtigte sie bereits das Apartment. Der Herr hat mich dann auch schon ganz freundlich empfangen in der Wohnung, stand auch bereits in der Wohnung. Genau, also hat schon alles aufgemacht, hat mich ganz freundlich und herzlich empfangen, hat mir dann halt die Wohnung gezeigt, war ein bisschen auch unter Zeitdruck, weil er auch gesagt hat, er hat ganz viele Interessenten für die Wohnung, aber er hat natürlich auch Verständnis für meine Situation, dass ich dann mit zwei Kindern dringend eine Wohnung brauche. Dann fand auch recht schnell die Schlüsselübergabe statt. Die Bedingung war dann auch, dass ich dann die Kaution, die 2500 Euro in bar mitbringe. Ich habe den Mietvertrag, die Quittung bekommen, den Schlüssel und musste dann auch selber weiterziehen. Das wird's.
Entschuldigung, das mit den 2,5, hat er Ihnen am Telefon schon gesagt, oder was, der Makler? Ja, die sollte ich direkt bar mitbringen, weil er natürlich viel Interessenten hatte. Und er wollte natürlich auf Nummer sicher gehen, dass ich dann keinen Rückzieher mache. Was wissen wir denn zu der Person Müller? Es ist... Was wissen Sie zu der? Können Sie irgendwelche näheren Angaben machen? War ein sehr freundlicher Mann, war... Das Erste, was mir aufgefallen ist, war etwas hagerer, dunkelhaarig. Mhm. Ich hätte fast gesagt, also würde man auf der Straße, jeder könnte das gewesen sein. Also es war nichts Auffallendes. Ich muss Ihnen auch gestehen, ich war wirklich ein bisschen auf dem Sprung und sehr euphorisch, die Wohnung dann, die Möglichkeit dieser Wohnung zu haben und dann... Die Telefonnummer, ja. Haben Sie die Telefonnummer irgendwie notieren können? Haben Sie auch Handy angerufen, dann wahrscheinlich, der Makler. Ja, aber das war leider unter Anonym, also... Die Polizisten vermuten, dass der Makler es bewusst auf Personen abgesehen hat, die akut auf Wohnungssuche sind. Sie sondieren das Duisburger Blatt nach ähnlichen Annoncen. Bei ihrer Kontaktaufnahme mit den Inserenten erhalten sie schon bald einen maßgeblichen Hinweis. Ja, grüß dich, hallo. Guten Tag, Grünberg von der Kripo in Duisburg Nord. Hallo. Hallo. Keine Angst, ich habe nur eine Frage. Und zwar rufe ich an wegen Ihrer Anzeige, die Sie geschaltet haben im Duisburger Blatt. Da geht's um, Sie sind eine Wohnungssuchende, richtig? Genau, sehr dringend sogar. Okay, haben Sie da schon Erfolg? Gab es da schon Rückmeldungen? Ich hatte nämlich halt eben einen Herrn Müller kontaktiert. Ich soll heute in die Gelhauser Straße 6 kommen. Ganz kurz, Herr Müller, in welche Straße? Gelhauser Straße, Hausnummer 6. Gelhauser Straße 6. Ach, sie mobbt, wenn er irgendeine Telefonnummer auf Display angezeigt hat. Er hat mich halt auch gebeten, dann auch halt eben direkt 2.800 € in Bar zu bringen. Und in einer Dreiviertelstunde würde ich ihn dann dort eintreffen. Ach, Dreiviertelstunde ab jetzt, oder? Genau. Okay. Und gibt es eine Telefonnummer? Können Sie ihn zurückrufen? Nee, leider nicht. Er hat nämlich auch mit unterdrückter Nummer angerufen. Also da habe ich jetzt halt auch gar keine Nummer. Also er hat gesagt, wir würden uns halt dort vor Ort treffen. Sie soll gerne dahin gehen. Gut. Sagen Sie mir bitte gerade mal Ihren Namen. Ja, Frau Brühl. Frau Brühl, tun Sie bitte uns einen Gefallen. Wir sind tatsächlich von der Kriminalpolizei, ja. Das ist wirklich ehrlich gemeint. Und bitte nehmen Sie diesen Termin nicht wahr, okay? Vermutlich betrügen. Das dürfte auch nicht wirklich so sein, wie es scheint, sondern da handelt es sich um eine Betrugstat. Also da werden Sie nicht weiterkommen und vor allem auch nicht glücklich werden, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen. Die Beamten nehmen an, dass es sich bei dem Makler um den gesuchten Betrüger handelt. Um mehr über die zu vermietende Wohnung zu erfahren, ermittelt Lara Grünberg die Hausverwaltung des Objekts. Ihr Kollege plant unterdessen den Einsatz. Wir müssen uns jetzt echt beeilen. Jetzt gucken wir trotzdem noch mal schnell, ob wir möglicherweise mit dem Dieter Müller irgendwas da oder der Straße irgendwas ermitteln können wegen der Hausverwaltung. Und da müssen wir uns echt beeilen und weißt, was wir machen können. Wie wär's denn, wenn du dich ausgibst als die suchende Mutter? Er kennt sie ja auch nicht, nur vom Telefonat. Wir nehmen Idee, die versteckte Kamera mit dem Kuli, ja? Ja. Und dann werden wir mal zügig dahin fahren, nehmen wir unseren Streifen. Warte mal, Hausverwaltung. Ach, guck mal hier, warte mal. Die können wir ja nochmal schnell anrufen. So Schmidt, halt Immobilienhausverwaltung, ja. Die können wir ja nochmal schnell anrufen, wir sind ja in 5 Minuten da. Okay. Wenn der Termin erst in der Dreiviertelstunde ist, ab jetzt. Gut. Dann ruf den nochmal an. Ich bin gespannt, ob es einen Dieter Müller gibt. Ich befürchte mal nicht. Dirk Ahrens Vermutung erhärtet sich bei dem Telefonat. Bei der Hausverwaltung ist kein Makler namens Müller angestellt. Auch gibt es in besagtem Objekt keine freie Wohnung. Die Kriminalisten nehmen die Geschädigte mit zum Einsatzort. Mithilfe einer speziellen Kamera in einem Kuli soll sie dort den Tatverdächtigen identifizieren. So, das Stift funktioniert. Ne? Da ist die Kamera. Ja. Die ist verbunden hier mit dem Pad. Das heißt, Sie können dann auch gleich mit bewerten, ob das der Herr Müller ist, den Sie da gesehen haben. Ne? Und dann warten wir auf euer Zeichen. Okay? Alles klar. Wenn wir bei polizeilichen Einsätzen Kameras benutzen, wie diese hier, die hier da in den Kugelschreiber versteckt ist, dann müssen wir uns natürlich rechtlich absichern. Es werden hier Bilder gefertigt, es wird hier gegebenenfalls auch der Ton aufgenommen und es bedarf natürlich der Klärung mit der Staatsanwaltschaft und gegebenenfalls auch um einen Beschluss, der
vom Richter vorliegen muss. Ich gebe das euch mal. Du hast ja welche dabei, oder? Gut. Alles klar. Gut, gutes Gelingen, ne? Lara Grünberg muss sich unbemerkt von dem Verdächtigen so positionieren, dass sein Gesicht gefilmt wird. Die Verwendung der versteckten Kamera erfordert also höchste Konzentration. Dann können Sie alles sehen. Guten Tag. Hallo. Müller. Ich bin der Bruder. Auch Bruder. Ich dachte, Sie wollten alleine kommen. Ja, aber kommen Sie erst mal rein. So alleine. Kommen Sie erst mal rein. Ja. Ich kann das Gesicht aber nicht drauf erkennen. Gar nicht. Nee, gar nicht. Sehe ich gar nichts. Ganz schlecht. Kann ich gar nichts erkennen. Guten Schlag. Ja. Haben Sie es gesehen? Ja, aber kann ich nicht, jetzt von hinten gar nicht, sehe ich gar nichts. Also es könnte wirklich hier jeder x-beliebige Mann sein. Also ja. Von der Größe her könnte ich da gar nichts erkennen. Ne? Von der Statur? Ja, nee, da im Hintergrund war noch jemand. Das war jetzt aber nicht der... Nee, warte. Ich möchte gerne sagen, kann man ein bisschen mal in die Ecke da schwenken? Da sitzt ja noch jemand. Keinen Kontakt zu den Kollegen da drin. Okay, und wer ist er da? Kann man? Wer ist das? Gehört er dazu? Ja, ist das einer von Ihnen? Nein, das ist keiner von unseren Kollegen. Das könnte auf jeden Fall eher sein. Warten wir noch mal. Auf jeden Fall, das könnte der Makler wirklich sein. Da, das ist er, definitiv. Das ist er. Geben Sie dem Kollegen ein Zeichen. Nein, geben Sie dem Kollegen ein Zeichen. Zugriff. Warten Sie kurz. Nein, das ist er hundertprozentig. Das sehe ich definitiv. Warten Sie kurz. Wir machen das. Nein, stopp. Hey, Polizei. Ist gut. Lauf wieder her, ich hab den. Das ist er, auf jeden Fall. Können Sie sagen Bescheid. Zugriff. Nein, Polizei! Auf. Auch zur Eigensicherung legen die Polizisten den Tätern Handschellen an. Bei der Gegenüberstellung mit der Geschädigten wird klar, wie kaltblütig die Männer sind. Wer ist es, oder? Das ist auf jeden Fall der Herr, der mir die Schlüssel gegeben hat. Ich hab damit nichts zu tun. Und hat mir auf jeden Fall die Schlüssel gegeben und auch einen Vertrag. Und Sie haben auch mein letztes Geld genommen. Und ich stehe da mit meinen Kindern. Ja, aber selber schuld. Was läuft mit so viel Geld durch die Gegend? Was gibt es auch dem Erstbesten, der es haben nicht möchte? Nicht der Erstbeste. Sie kennen meine ganze Notsituation nicht. Die Beamten stellen bei den Festgenommenen 8 Personalausweise sicher. Mit Hilfe der Leitstelle ermitteln sie die wahre Identität der Brüder. Beide sind bereits wegen Betrugs vorbestraft. Als die Kripo-Kommissare sie vernehmen, reagieren sie völlig respektlos. Mit Ihnen rede ich überhaupt gar nicht. Und mit mir? Ich stehe Ihnen ja frei. Was sind Sie denn so frech? Sie machen solche Faxen. Ja, aber Sie machen mich hier wie den. Sie ziehen arme, alleinerziehende Mütter ab, um sich selbst zu bereichern mit 2.500, 2.800. Was soll ich Ihnen dazu sagen? Was sagen Sie mal was dazu? Hat uns dafür charakterlich ist es eigentlich ganz groß. Ach, Charakter, was machen Charakter. Sie? Ja, was ist mit Charakter? Nichts ist mit Charakter. Charakter zu tun. Ja, genau, Geschäft hat nichts mit Charakter zu tun. Geschäft ist Geschäft. Die Ermittlungen zeigen, dass die Täter über Urlaubshinweise in sozialen Medien von den Menschen, deren Wohnungen wussten. In diese sind sie dann eingebrochen. Sie werden wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Hausfriedensbruchs angezeigt. Die Geschädigte hat unterdessen von dem Vermieter telefonisch von einer freien Wohnung erfahren. Sie wird ihr Geld zurückbekommen.